Zu Fuß über die Alpen. Der sogenannte Traumpfad führt von München nach Venedig und ist ein Klassiker unter den Fernwanderwegen. Viele Menschen erfüllen sich damit einen Lebenstraum. Doch der Weg über das mächtigste Gebirge Europas ist hart. Insgesamt 22.000 Höhenmeter müssen überwunden werden. Der höchste Punkt auf dem Weg zwischen München und Venedig. Ich finde, ja, da kann das stolz drauf sein, oder? Glaubst du, die Alpen sind ja immer dasselbe, aber nein, sind sie nicht. Jedes Gebiet sieht anders aus und ist wunderschön. Der Weg über die steinernen Giganten ist kein Spaziergang. Manche Wandernde stoßen schnell an ihre Leistungsgrenze. Lass mir gerade mal sie selbst Mut machen. Glücklich Tag. Eine sportliche und mentale Herausforderung. Wer durchhält, wird mit einzigartigen Momenten belohnt. Wir treffen Menschen, die am Traumpfad leben und arbeiten. An der Isar werden Flöße noch so gebaut wie schon vor Hunderten von Jahren. Unter alten Ahornbäumen erzeugt eine Almgenossenschaft würzigen Bergkäse. In Südtirol helfen Wandernde bei der Heuernte. Und in den Weinbergen Norditaliens wachsen Köstlichkeiten am Wegesrand. Mmh.